Einen wunderschönen guten Tag. Community, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich habe ein Problem mit meiner Antivirensoftware, beziehungsweise eigentlich mit der Meldung, die mir diese Antivirensoftware anzeigt. Ich benutze Panda Security und ja, ich weiß, Antivirensoftware. Das größte Problem sitzt doch meistens dann direkt vorm Computer und dagegen gibt es weder Apps noch Software. Naja, wie dem auch sei, ich dachte mir zusätzlich kann sowas ja nicht schaden. Ich habe natürlich auch Sandbox und den ganzen Quatsch, den man auch nutzen kann. Jedenfalls, ich habe Panda Security einfach, weil ich mir dachte, kann ja nicht schaden. Und Panda Security gibt mir jetzt immer eine Meldung aus, wenn ich die Seite von PayPal besuche. Da kommt nämlich eine Warnung, dass eine Phishing-Seite geblockt wurde, die da heißt https://pypd.paypal-mktg.com. Meine erste Vermutung ist, mein Browser ist gehackt oder vielleicht gleich mein ganzes System und somit halt alle Browser. Und es erfolgt eine automatische Weiterleitung von PayPal auf eine gehackte PayPal-Seite und wird dann halt noch paypal.com angezeigt, was ja eigentlich nicht so das Problem ist. Und ich bin eigentlich auf einer gefakten Seite, gebe dort meine Daten ein, die werden abgegriffen und mein ganzes Konto leergeräumt. Und naja, stehe ich nicht so drauf. So, und nun stehe ich natürlich vor der Entscheidung, mache ich jetzt mein ganzes System neu. Ja klar, ich habe meinen Computer gescannt, aber heutzutage ist es nicht mehr so einfach, ein Virus runterzubekommen wie früher. Früher bin ich die Registry durchgegangen und habe dann das auch häufig gefunden, halt in verschiedenen Stadteinträgen. Aber heute kriege ich manuell so ein Virus nicht mehr raus. Also die Zeiten sind dann bei mir echt vorbei. Und ich habe auch ein bisschen gegoogelt und habe nichts gefunden. Das ist ja das erste, was man macht. Und man schaut halt nach dieser Website. Und was steht denn so im Internet? Da steht überhaupt gar nichts. Panda Security gibt leider auch nicht mehr Informationen aus, wann, wo jetzt was genau passiert ist, dass ich das dann halt genau nachrecherchieren kann. Ich habe den Browser bereinigt, ich habe den Browser neu installiert. Das sind ja erstmal so die Basics, die man macht. Als nächstes stünde eben noch die Neuinstallation von Windows 10 an. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist mein Schnittrechner, da muss ich viel neu machen. Das dauert den ganzen Tag. Da habe ich natürlich überhaupt gar keine Lust zu, mir jetzt mal das Wochenende um die Ohren zu schlagen, um das halt jetzt noch zusätzlich zu machen, weil es ja auch sein kann, dass das nur eine Fehlmeldung ist von Panda Security. Und seitdem forsche ich rum. Ich habe dann Panda Security auf mein Notebook installiert, um sozusagen eine ähnliche Situation auf einen anderen Rechner zu schaffen. Also gleiche Antivirensoftware, gleicher Browser, im Übrigen Firefox. Habe ich fast vergessen. Und was passiert? Nichts. Und wenn hier die Meldung auch käme, dann wüsste ich, es ist ein Fehlalarm. Aber es passiert gar nichts. So, nämlich in die PayPal-Community, habt ihr eine Frage gestellt. Da werden viele Fragen gestellt, es werden viele Fragen beantwortet. Ihr könnt euch schon vorstellen, nur meine nicht. Weil diese komische URL einfach mal nirgends existent ist. Man kann sie aufrufen. Jetzt fragt ihr euch, was passiert dort, Moschus? Ich habe irgendein Telefon, ich habe genug Telefone und habe damit diese Website aufgerufen. Man wird einfach nur auf die Hauptseite von PayPal verlinkt. Es scheint alles normal zu sein. Ich finde da nichts, was irgendwie dann, naja, auf irgendeinen Betrug oder auf Phishing halt hinweist. Ganz normale Phishing-Seiten, das sind ja exakte Kopien von den Login-Seiten, meistens von eBay, von irgendeiner Bank oder auch von PayPal. Das ist alles bekannt. Aber man kriegt das dann raus, dass halt oben die URL gar nicht stimmt und dass dahinter eine ganz andere URL ist. In den Phishing-E-Mails, und nein, die habe ich nicht angeklickt. In den Phishing-E-Mails zum Beispiel, da ist ja direkt hinter den Button, ja, also Login-Button oder beantworte die Frage jetzt-Button, diese ganzen gefakten Buttons in diesen gefakten E-Mails, muss man nur geklickt halten, da wird ja sofort eine URL angezeigt, an der man erkennt, okay, das Ganze ist hier Betrug. Ich habe ja schon Kenntnisse darüber, ich habe auch über Phishing-Mails auch schon Videos gemacht und das ist aber wirklich ein Fall, da komme ich nicht dahinter, ist es ein Fehlalarm oder ist es echt? Und ich habe die PayPal-Community gefragt, keine Antwort bekommen, ich habe dann auch PayPal angerufen und leider ist das Gespräch dann abgebrochen, aber ich habe schon ziemlich rausgehört, die Dame am Telefon kannte diese URL auch nichts. Also ich wollte ja fragen, gehört die URL zu PayPal? Ist das was Offizielles? Aus Gründen auch immer, was immer das dann halt ist, weil ich habe so URL-Checker genommen und da kommt halt nur bei raus, ja, wird halt weitergeleitet zu paypal.com. Also ich teile hier auch meine ganzen Forschungsergebnisse mit euch. Ja, ich habe angerufen und die konnten mir nicht sagen, ist es jetzt eine offizielle URL eben von PayPal oder ist es das nicht? Das konnten mir die Frau am Telefon leider nicht sagen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Phishing-Checker-Seite, die heißt phishcheck.me. Habe ich die Seite eingegeben und das war auch sehr interessant. Hier kommt erstmal raus, URL-Reputation, ist alles auf Englisch. Aber ich verlinke euch alles, was ich bisher so recherchiert habe, in der Videobeschreibung. This URL is not identified as malicious in Phishtank Database. Okay, also schon mal nicht bekannt. So, Phishcheck thinks this URL is likely not a phishing. OpenFish URL not in feed. OpenFish. Location, Ashburn, Virginia, US oder ASN. Ich weiß leider nicht, was eine ASN ist oder ASN. Und da steht da Amazon-AIS US. Ich meine, warum steht da nicht PayPal? So, es ist ein PayPal-Link. Und da habe ich auch überlegt, die Abkürzung. pypd.paypal-mktg. MKTG. Marketing. Hä? Ist das vielleicht irgendwas wirklich von Amazon? Was?
mit Marketing zu tun hat und mit Analytics und Tracking-Scheiß und so, keine Ahnung, aber warum kommt es auf mein Notebook dann nicht? Habe ich vielleicht irgendeinen Cookie, aber ich habe einen Browser neu installiert und es hat irgendwie auch nichts gebracht. Jedenfalls zunächst nicht, also beim ersten Mal schon, aber dann später kommt das dann halt wieder. Eben, diese Seite wurde blockiert. Also steht mal, die Seite pypd.paypal-mktg.com wird blockiert von meinem Antivirusprogramm. Bin jetzt echt nur überlegen, nicht, dass ich mein System halt neu mache, total viel Zeit drauf gehen lasse, vielleicht ein paar Daten verliere, die ich vergessen habe zu sichern. Und am Ende habe ich gar nichts gewonnen, wenn die gleichen Meldungen wiederkommen, weil das letztendlich nur irgendein Tracking-Tool ist von Amazon und PayPal. Die hängen ja alle irgendwie immer in irgendwelchen Affiliate- und Tracking-Programmen ja, zusammen. Und Panda Security identifiziert das sozusagen in irgendeiner Form eben als Phishing. Weil es werden ja tatsächlich Informationen abgegriffen beim Tracking. Das ist der Sinn und Zweck vom Tracking. Naja, und da dachte ich mir, okay, ich habe PayPal angerufen, das ist PayPal Community gefragt, du hast im Internet recherchiert, du hast Google befragt, alles nichts gebracht. Und dachte ich mir, frage ich doch die cleversten Menschen der Welt. Ich meine, ich weiß ja, ich habe eine gemischte Community und ich habe jetzt auch nicht irgendwie so eine einseitige Fanboy-Community, die mich jetzt wegen der Meinung abonniert hat. Ich meine, ich sehe es ja manchmal in den Kommentaren, wo ich mir denke, oh ja, gewisse Fachgebiete, da sollst du dich vielleicht nochmal ein bisschen belesen. Ja, sind manchmal wirklich ganz schön Experten dabei. Also da ziehe ich einen Hut vor. Sicherlich auch welche, die was mit anfangen können. Also ich schreibe die URL nochmal unten in die Videobeschreibung und ich schreibe, wie gesagt, ich hatte eigentlich nur dieses Phishing-Dings gehabt. Unten in die Videobeschreibung, ich habe auch Whois, also wo man halt URLs nachrecherchieren kann, also wem die also gehört, diese Website. Whois.org oder wie es heißt. Ach, Who.is, ja, sehr, sehr clever. Da stand aber wiederum, dass es keine Informationen gibt irgendwie. Also Informationen konnten nicht abgerufen werden, kam da irgendwie nur. Also ich bin völlig verwirrt. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, muss ich meinen Rechner platt machen oder muss ich nicht platt machen? Ich meine, wenn da wirklich irgendwie mein System infiziert ist, ihr wisst, wie das ist, die haben häufig Update-Funktionen, diese Viren. Und wenn das dann irgendwann dann von meinem Virenscanner nicht mehr erkannt wird, also ich habe da echt keine Lust, dass irgendwie mein PayPal-Konto gehackt wird oder so. Es wäre für mich ziemlich katastrophal. Das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Okay. Oh, wunderbar. Ich habe 50 Pi erreicht. Sagt meine Uhr, was soll ich's reden oder was? Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, ob eure. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt auf euer Feedback. Ich werde mir eure Kommentare sehr aufmerksam durchlesen. Da hängt vieles dran. Haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Video. Danke und ciao.